Meine Damen und Herren, ich darf Sie sehr herzlich zur vorletzten Einheit dieses Seminars begrüßen. Heute beschäftigen wir uns mit der Vergütung. Und zwar konkret mit der Lehrkassettenvergütung. Problemstellung, wenn ich privat downloaden darf, Sie wissen, Privatkopie, was bekommt dann eigentlich der Urheber dafür, also der Schaffer des Werkes? Hier haben wir § 42b Urheberrechtsgesetz. § 42b Urheberrechtsgesetz sagt uns, wenn zu erwarten ist, dass von Werken, die der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden oder im Rundfunk gesendet werden, Privatkopien im Sinne von § 42 Absatz 2 bis 7 Urheberrechtsgesetz angefertigt werden, hat der Urheber grundsätzlich Anspruch auf eine sogenannte Leerkassettenvergütung. Die Vergütung ergibt sich aufgrund des Trägermaterials, welches unbespielt zum Verkauf angeboten wird. Überdies wird im § 42b nicht nur die sogenannte Leerkassettenvergütung, also Datenträgervergütung müsste man mittlerweile sagen, geregelt, sondern auch die Reprographievergütung und die Gerätevergütung. Das bedeutet, einerseits, wenn ein Gerät zur Vervielfältigung, zum Beispiel ein Videorekorder, verkauft wird, ist hier eine entsprechende Gerätevergütung fällig. Eine Reprographievergütung wird, wenn Sie einen Kopierer benutzen, von diesem separat abgerechnet. In der Praxis bedeutet es Folgendes. In der Praxis bedeutet dies nämlich einen Aufschlag auf den Endpreis von Geräten und Datenträgern, nämlich Audio- und Video-Leerkassetten, wiederbeschreibbare CDs, bespielbare DVDs, integrierte und auch wechselbare MP3-Speicherfestplatten, Festplatten in bzw. für DVD-Rekorder, USB-Sticks und, mit großen Fragezeichen versehen, eigentlich auch Festplatten. Denn, zumindest zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Kurses, war gerade die Festplattenabgabe sehr stark in Diskussion. Sehen wir uns das Ganze also an. Und vorher noch, bevor wir genau zu der entsprechenden Judikatur kommen, denn auch hier ist ein Rechtsstreit anhängig, sehen wir uns noch die Leerkassettenvergütung nach § 42 Urheberrechtsgesetz dahingehend an, wer eigentlich diese Vergütung zu zahlen hat und wer sie eigentlich einhebt. Diese Vergütung wird nämlich durch sogenannte Verwertungsgesellschaften, Sie haben das in der ersten Einheit schon gehört, beziehungsweise in der zweiten Einheit mit dem Verwertungsgesellschaftengesetz. Es gibt also ein Gesetz, wo entsprechende Verwertungsgesellschaften geschaffen werden. Diese sind einerseits für die Bündelung von Urheberrechten zuständig, die dann auch entsprechende Abkommen mit anderen Verwertungsgesellschaften im Ausland treffen und überdies sind sie zur Einhebung der Vergütung berechtigt. Hier zum Beispiel Austromechana, habe ich Ihnen verlinkt, für Musik, Bildrecht für visuelle Rechte, VAM für audiovisuelle Rechte. Das heißt, diese Verwertungsgesellschaften haben unter anderem auch die Aufgabe, diese Vergütungen einzuheben und an die entsprechenden Künstler abzuführen. Das Problem ist natürlich, dass durch die fortschreitende Digitalisierung unserer Welt die Leerkassettenvergütung betraglich immer weiter zurückgeht. Das bedeutet nämlich, dass immer weniger Trägermedien verkauft werden. Früher, vor 10 Jahren, vor 20 Jahren, wurden noch sehr viele Videokassetten verkauft. Heutzutage haben die meisten Menschen nicht mehr einen Videorekorder. Das bedeutet, dass die Verwertungsgesellschaften im Sinne von § 42b, der keine ganz genauen Angaben dazu macht, welche Trägermedien betroffen sein sollen, auch die Festplatten umfasst sehen möchten. Hier kommen wir dann gleich zu einer Judikatur, die ich Ihnen eben versprochen habe, und zwar zu 4OB 138 aus 13t. Es handelt sich hier um einen Streit, der bis zum OGH, zum obersten Gerichtshof, der obersten zivilrechtlichen Instanz in Österreich hinaufgetragen wurde. Und zwar ausgetragen zwischen HP und der Austromechana wegen einer angeblichen Rechtswidrigkeit der Festplattenabgabe. Was war der Grundfall? Die Austromechana gab für den 01.10.2010 eine neue Tarifverlautbarung heraus, und zwar hinsichtlich der Leerkassettenvergütung, wo auch Festplatten genannt waren. HP klagte deswegen beim HG, also beim Handelsgericht in Wien, auf eine Feststellung dahingehend, dass festgestellt werden möge, dass Festplatten von dieser Vergütung nicht umfasst sein sollen. Das Erstgericht hat entschieden und ist damit der Meinung von HP gefolgt, dass laut dem hier verlinkten Gericom-Urteil nur MP3-Player umfasst sein sollen, nicht jedoch PC-Festplatten, da eben insbesondere bei PC-Festplatten nicht von einer ausschließlichen Nutzung für Privatkopien ausgegangen werden kann. Die Austromechana dagegen hat gesagt, nun gut, mag so sein, aber bereits die Möglichkeit zur Nutzung, zur Vervielfältigung reicht aus, um hier
eine Vergütung anzuwenden, da sonst eine rechtswidrige technische Lücke entstehen würde. Das Handelsgericht Wien gab der Klage statt, also gab HP grundsätzlich recht und hat dadurch auch das GERICOM-Urteil bestätigt. Das Berufungsgericht, also die zweite Instanz, bestätigte ebenfalls das Handelsgericht Wien und die Meinung von HP und hat eben gesagt, dass alleine da heraus oder alleine aus dem Aspekt, dass bei einer Festplatte eine Multifunktionalität gegeben ist, also die Möglichkeit zur Verwendung für Privatkopien, dies noch nicht ausreicht zur Annahme, dass automatisch jeder, der eine Festplatte hat, auch eine Privatkopie anfertigen wird. Hiergegen ging die Austromechaner wieder vor und es ging eben zum OGH. Der OGH sagt hierzu, dass die Multifunktionalität einer Festplatte und eben die bloße Möglichkeit der Nutzung für eine Privatkopie grundsätzlich einem Ausschluss hinsichtlich einer Vergütung nicht entgegengestellt. Das heißt, der ging jetzt dann mehr in Richtung Meinung Austromechaner. Also es ist grundsätzlich möglich und deswegen ist eine Vergütung auch nicht grundsätzlich ausgeschlossen. Die Vergütung nämlich die Leerkassettenvergütung, wie sie derzeit genannt wird, knüpft letztlich am Schaden der sogenannten rechtmäßigen Urheberrechtsverletzung an. Wir haben uns ja schon damit beschäftigt, dass eine Privatkopie letztlich das Urheberrecht verletzt bzw. berührt und hier letztlich auch ein Schaden entsteht, weil eben das Urheberrecht grundsätzlich ja nicht auf normalem Wege vergütet wird, beispielsweise durch Kauf eines Datenträgers, wo sich dieses Werk drauf befindet. Das bedeutet, auch eine entsprechende Vergütung für solch einen Schaden der rechtmäßigen Urheberrechtsverletzung, den die Privatkopie letztlich darstellt, ist einer Vergütung nach § 42b Urheberrechtsgesetz zugänglich und grundsätzlich können auch Festplatten hier runterfallen. Zu sagen ist, dass das Verfahren hier derzeit noch läuft. Also wir haben hier noch kein eindeutiges Ergebnis, aber mal die Meinung des OGH. Schauen wir uns das Ganze europarechtlich gesehen an. Ich habe Ihnen hier ebenfalls ein Urteil verlinkt und es ist ein sogenanntes Vorabentscheidungsverfahren. Wenn nämlich nationale Gerichte sich nicht sicher sind, ob Ihre Judikatur mit dem Europarecht in Einklang steht, können Sie ein Vorabentscheidungsverfahren anstreben und dann entscheidet in diesem Fall der EuGH, der Europäische Gerichtshof. Es ging hier um ein Verfahren zwischen Copydan Bandcopy gegen Nokia Dänemark, ebenfalls in Hinsicht auf eine Zahlung zur Vergütung zur Finanzierung eines gerechten Ausgleiches, also letztlich eine Privatkopievergütung. Nach der Richtlinie hinsichtlich der Vergütung, die ich Ihnen auch hier angegeben habe, 2001/29, können nämlich Mitgliedstaaten, sie müssen aber nicht, eine derartige Vergütungsmöglichkeit schaffen, wie es eben der österreichische Gesetzgeber mit der Leerkassettenvergütung getan hat. Der Kläger wollte die Vergütung für Inhalte, die auf den Speicherkarten von Mobiltelefonen gespeichert werden, wollte hier ebenfalls eine Vergütung haben. Der Beklagte war eben der Ansicht, dass dies nur Privatkopien nur dann eine Vergütung auslösen können, wann das regelmäßig dafür genutzt wird. Und bei Mobiltelefonen und deren Speicherkarten finden sich eben nur sehr selten Privatkopien darauf, weil eben Mobiltelefone primär zu einem anderen Zweck genutzt werden. Der EuGH sagt, dass die Privatkopie bereits an sich ein Nachteil für den Urheber darstellt, welcher eben zu vergüten ist. Sie erinnern sich, der EuGH hat gemeint, die Privatkopie an sich ist quasi eine Vergütung für einen Schaden, der durch eine an sich rechtmäßige Urheberrechtsverletzung entsteht. Der Nachweis, dass mit den entsprechenden Geräten tatsächlich Privatkopien angefertigt werden, ist einmal grundsätzlich nicht erforderlich, sondern es reicht allein die Möglichkeit. Hier eben die volle Ausschöpfung der Möglichkeiten des Gerätes. Davon ist auszugehen. Der EuGH sagt also, ebenfalls so etwas im Einklang mit der Meinung des OGH, es ist davon auszugehen, dass Nutzer ihr Smartphone in diesem Fall vollständig nutzen und dann auch die Möglichkeit nutzen, Privatkopien anzufertigen. Dadurch wird bereits diese Vergütung ausgelöst. Jedoch kann sich die Art des Gerätes auf die Höhe der Vergütung auswirken und es ist eben zu fragen, ob das Gerät grundsätzlich für eine derartige Kopierstellung geeignet ist. Insbesondere bei MP3-Playern ist eben es anzunehmen, dass die dort befindliche Festplatte, also dort befindliche Speichermedium für Privatkopien genutzt wird. Bei anderen Geräten, insbesondere multifunktionale Geräte, beispielsweise eben Computern, in denen ja Festplatten eingebaut sind, die für eine Vielzahl von Aufgaben genutzt werden,
ist dies eben durchaus fraglich und ist unter Umständen die Speicherung, nämlich die Speicherung von Privatkopien, ohnehin nur ein sekundärer Zweck. Und überdies besteht die Möglichkeit, gewisse Geräte oder Gerätetypen von einer Vergütung oder von einer Notwendigkeit der Vergütung auszunehmen, wenn nachgewiesen werden kann, dass von diesen Geräten zwar Privatkopien angefertigt werden oder werden können, aber hier nur ein sehr geringer Nachteil entsteht. Das bedeutet, man kann sozusagen den Schaden, der von dieser an sich rechtmäßigen Urheberrechtsverletzung begangen wird oder verursacht wird, beweisen, dass dieser eben derart minimal ist, und dann besteht hier die Möglichkeit, auch dieses Gerät von der Vergütung auszunehmen. Was bedeutet das zusammengefasst? Aufgrund der Privatkopien oder der Möglichkeit der Privatkopien, die im österreichischen Recht vorhanden ist, benötigt es auch für diese an sich rechtmäßige Urheberrechtsverletzung eine Vergütung. Diese Vergütung wird in Österreich erreicht durch eine Vergütung, eine Abgabe auf Trägermedien, Retrographien oder Vervielfältigungsgeräte. Wie Sie gesehen haben aus der Judikatur des EuGH und des OGH, ist die Festplattenvergütung derzeit noch strittig. Wie es mit den Festplatten bzw. mit der Vergütung weitergeht, sehen wir uns dann in der letzten Einheit an, da es hier eine Neuerung im Urheberrechtsgesetz in der Novelle gibt. Und grundsätzlich sind die Verwertungsgesellschaften zur Einhebung berechtigt. Vielleicht zur Festplattenvergütung noch zu sagen, diese wird nämlich vom Handel bereits eingehoben seit einigen Jahren, wird jedoch derzeit nicht an die Verwertungsgesellschaften abgeführt. Das heißt, der Handel geht hier auf Nummer sicher, falls die entsprechenden Verfahren nicht im Sinne des Handels, nämlich gegen die Vergütung, ausgehen. Damit bin ich am Ende angelangt mit der heutigen Einheit und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.